freies WLAN in Walsumer Zeltstadt. Die Zeltstadt am Kerskensweg in Walsum verfügt seit Freitag über freies WLAN. Die Fraktion Junges Duisburg, DAL und der Verein Freifunk Rheinland e.V. ergriffen dazu die Initiative. Die Herausforderung des Flüchtlingszustroms könne nur aktiv und menschlich angegangen werden, betont Ratsherr Oliver Beltermann. Aus diesem Grund habe sich die Fraktion dazu entschlossen, die Router für die Zeltstadt zu stiften, um den Flüchtlingen neben einer sicheren Unterkunft auch technisch ein gutes Niveau zu bieten. Gemeinsam mit Klaus Deher vom Verein Freifunk Rheinland installierte Beltermann am Freitag die Router in der Zeltstadt. Infoabend zur Unterbringung von Asylbewerbern in Walsum. Am kommenden Mittwochabend will die Stadt über Unterbringung von Asylbewerbern in Duisburg-Walsum informieren. Aufgrund erhöhter Zuweisungszahlen und erschöpfter Kapazitäten plant die Stadt weitere Unterbringungsmöglichkeiten in der Turnhalle und dem Gebäude der Schule an der Frankenstraße in Walsum zu schaffen. Oberbürgermeister Sören Link und die Leiterin des Amtes für Soziales und Wohnen, Andrea Besken-Schneebeck, werden über die weiteren Pläne informieren. Zudem wird ein Vertreter der Bezirksregierung Düsseldorf über die aktuelle Situation der Landesunterkunft am Kerskensweg informieren. Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr in der Walsumer Stadthalle. Innenstadtbegrünung. Das Amt für Umwelt und Grün möchte in den beiden kommenden Jahren 57 neue Bäume in der Innenstadt pflanzen. Für die Realisierung sollen entsprechende Fördermittel beantragt werden. In dieser Woche beraten der Umweltausschuss und der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr über das Vorhaben. Im Rahmen der Planung zur Erweiterung und Erneuerung des Straßenbaumbestandes in der Stadt wurden Handlungsempfehlungen für jede einzelne Straße in Duisburg erarbeitet. Während des Charrette-Verfahrens zur Gestaltung des Bahnhofsplatzes wurde für die Vernetzung des Bahnhofs mit der Innenstadt der bildhafte Begriff des Leiterkonzepts festgelegt. Die Königstraße und die Friedrich-Wilhelm-Straße sind dabei die Hauptachsen, die zum Bahnhofsplatz führen. Ziel ist es, das Bild der Leiter mittels Baumstrukturen lesbar werden zu lassen. Im Rahmen des Straßenbaumkonzepts wurden nun vorrangig Straßenzüge ausgewählt, die zum einen das Leiterkonzept unterstützen und bei denen zum anderen kurzfristiger Handlungsbedarf besteht. In einem ersten Schritt müssen die straßenräumlichen Faktoren wie Aus- und Einfahrten, Leitungen und vorstehende Gebäudefassaden geklärt werden. Auch die Baumartwahl werde von großer Bedeutung sein. Verjüngungsprozess in Lehrerkollegien. Die anhaltend hohen Einstellungszahlen sorgen dafür, dass der Anteil der jüngeren Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen steigt. In den vergangenen 10 Jahren wurden insgesamt rund 70.000 Lehrerinnen und Lehrer neu in den Schuldienst eingestellt. Nach den Zahlen von ITNRW hat sich der Anteil der unter 35-jährigen Lehrerinnen und Lehrer in den letzten 10 Jahren dadurch von 14,6% in 2004 auf 21,1% in 2014 erhöht. Erster inklusiver Lauf. Am Sonntag gingen beim ersten inklusiven Lauf über 170 Teilnehmer an den Start. Ausgetragen wurde die Veranstaltung von der Duisburger Lebenshilfe. Neben den Laufdisziplinen über 3.800 und 4.000 Meter starteten Bambinis, Rollifahrer sowie die Rollatorengeher. Als prominente Gäste nahmen Innenminister Ralf Jäger und Oberbürgermeister Sören Link am 3.000-Meter-Lauf teil. Mehr Geld für Maler und Lackierer, Auszubildende in Duisburg. Rund 130 Lehrlinge haben ab sofort Anspruch auf höhere Vergütungen. Azubis im ersten und zweiten Lehrjahr bekommen je 40 Euro mehr im Monat. Wer im dritten Lehrjahr ist, bekommt 50 Euro dazu. Am Monatsende bedeutet das einen Verdienst von 740 Euro. Bereits im kommenden Jahr steigen die Vergütungen noch einmal um den gleichen Betrag, wie die IG Bau Duisburg-Niederrhein mitteilt. Die Gewerkschaft appelliert an die angehenden Maler und Lackierer in Duisburg, ihre Lohnabrechnung zu überprüfen. Die Azubis sollten kontrollieren, ob sie die Erhöhung mit dem gerade ausbezahlten Augustlohn wirklich bekommen haben, rät IG Bau-Bezirkschef Friedhelm Bierkant. Neu ist auch, für alle Auszubildenden in dem Handwerk ist die Wochenarbeitszeit jetzt auf 40 Stunden begrenzt. Außerdem gibt es einen zusätzlichen Urlaubstag im Jahr. Verlegung des Rheinhauser Wochenmarkts. Am Samstag, den 12. September und Mittwoch, den 16. September, muss der Rheinhauser Wochenmarkt anlässlich der Rheinhauser Kirmes weichen und wird auf den Glückaufplatz verlegt. Die Marktbeschicker werden dort für die Kundschaft zwischen 8 und 13 Uhr präsent sein. Grau und bewölkt mit vereinzelten Schauern, so zeigte sich das Wetter heute über dem Stadtgebiet. Die Temperaturen kletterten dabei auf höchstens 18 Grad. Morgen wird es ähnlich. Bei höchstens 18 Grad kommt die Sonne jedoch teilweise hinter den Wolken hervor. Regen ist keiner in Aussicht. Am Mittwoch wird es mit höchstens 20 Grad wieder etwas wärmer. Die Wolken verziehen sich im Laufe des Tages und machen Platz für herbstlichen Sonnenschein. Am Donnerstag wird es dann noch etwas wärmer. 22 Grad und Sonne geben Regen und grauen Wolken kaum eine Chance.
Achtung Autofahrer, auch morgen sind die Ordnungshüter im Stadtgebiet unterwegs und führen Geschwindigkeitskontrollen durch. Zum Beispiel auf dem Flutweg in Bergheim und auf der Koloniestraße in Neudorf Süd. Und Baustellen verhindern die freie Fahrt. In Wannamer Ort werden im Einmündungsbereich der Paul-Esch-Straße in die Düsseldorfer Straße Arbeiten an der Wasserleitung durchgeführt. Die Ausfahrt aus der Paul-Esch-Straße in die Düsseldorfer Straße ist während der Baumaßnahme gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 28. September dauern. Und noch bis voraussichtlich zum 16. Oktober verlegen die Stadtwerke Leitungen auf der Vulkanstraße. Dadurch wird zwischen Werthauser und Charlottenstraße und Werftstraße die Vulkanstraße zur Einbahnstraße. Es kann dann nur von Stadtmitte in Fahrtrichtung Rheinhausen gefahren werden. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.